heute steht so ein bisschen was an, ich bin ein bisschen aufgeregt. Wird er mich gleich meine Komfortzone verlassen? Dreck. Ich habe mir hier gerade schon meine erste Bag abgeholt. Ist das zum Drehen? Deine Ovomaltine. Alles, was weiß ist, finde ich ja direkt schon mal toll. Und ich habe auch jetzt so Duftstäbchen. Weiß nicht, ich weiß nicht. Oh, jetzt ruft meine Mama an, der wollte ich mir jetzt nämlich mal berichten. Liebe Leute, das ist so gut. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog. Heute ist der, oh Gott, ich habe schon wieder kein Datum. Doch, heute ist der 11. Heute ist der 11.10. Und heute steht so ein bisschen was an, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich werde nämlich gleich meine Komfortzone verlassen. Wichtig, ne? Ist eine gute Sache. Ich werde nämlich gleich Plasma spenden gehen. Ich habe mir einen Termin geholt und der ist jetzt gleich. Und ich bin so ein bisschen aufgeregt. Ich bin nicht so der Fan von Nadeln im Arm. Ich weiß nicht, muss nicht unbedingt sein. Und auch das erste Mal Blut spenden war nicht so leicht für mich. Also... ja, aber ich habe es jetzt trotzdem ein paar Mal gemacht und im Endeffekt ist es ja nichts anderes als Blutspenden, glaube ich, habe ich so gehört. Ich werde natürlich auf jeden Fall berichten und genau, ich mache mir jetzt gleich mal fertig und mache mich dann auf den Weg. Aber davor passiert noch was Cooles, denn ich hole die erste Bag ab, da können wir dann gleich mal reinschauen. Aber wir schauen erst danach rein, das ist die Belohnung für die Plasmaspende. Hier natürlich auch nochmal der Reminder an euch, habt ihr was, womit ihr die Komfortzone verlassen könnt? Vielleicht ja auch eine Plasmaspende oder eine Blutspende, ist natürlich wirklich eine gute Sache. Und gerade, weil es einfach so eine gute Sache ist, nehme ich das auch gerne auf mich und stelle mich der Herausforderung. Und es wird wahrscheinlich nicht so schlimm. Also, das kriegen wir hin. Ja, genau, ich mache mich gleich mal fertig, auf den Weg. Ich bin aufgeregt. Ah, das wird jetzt mal wieder der Wahnsinn hier in Wien. Auf jeden Fall bin ich jetzt auf dem Weg, habe mir hier gerade schon meine erste Bag abgeholt. Hat alles gut funktioniert. Und ich habe mich auch gerade wegen dem Handyvertrag informiert, weil meine Arbeit ausläuft. Und da hole ich mir eher einen österreichischen. Oh, das letzte Thema wieder ein bisschen crazy. Aber jetzt gehe ich auf jeden Fall zum... Dreck. Ach, das passiert mir ein bisschen zu oft. Jetzt gehe ich auf jeden Fall zum Plasma-Spendezentrum. Ich bin jetzt gerade auf dem Heimweg und konnte leider kein Plasma spenden. Mein Eisenwert wieder. Mein Eisenwert hat mir einen Strich durch die Rechnung gemacht. Der war leider nicht so gut. Was ich eigentlich nicht verstehe, weil ich die ganze Zeit schon Eisentabletten nehme. Aber den nehme ich jetzt halt weiter. War ein bisschen schade, weil ich hatte wirklich das Schlimmste hinter mir. Ich hatte schon die Nadel im Arm. Es war quasi eigentlich alles erledigt, nur dass ja, ich dann halt nicht weiter spenden konnte. Naja, aber ich kann ja gleich nochmal berichten. Das war auf jeden Fall nicht schlimm. Und ich werde mir noch einen Termin machen, wenn hoffentlich alles mit meinen Werten passt. Okay, ihr Lieben, ich bin jetzt wieder zu Hause. War jetzt natürlich ein bisschen ernüchternd, aber ich kann euch trotzdem einen Erfahrungsbericht geben, weil ich, wie gesagt, alles schon hinter mir hatte. Echt. Richtig ärgerlich. Also ich kam auf jeden Fall hin, dann habe ich einen Fragebogen bekommen, musste relativ viele Fragen beantworten und dann irgendwie nochmal und naja. Aber das hat man dann halt gemacht. Dann war ich noch bei einer... Es ist schön, dass du super hell hier... Wahnsinn! Dann war ich noch bei einer Ärztin drin, die habe ich dann nochmal ein paar Fragen gefragt, habe ich noch einmal untersucht. Hatte alles abgecheckt. Dann kommt man in so einen Spenderaum. Und da waren auch echt viele Leute da. Also fand ich schon mal sehr cool. Und dann kriegt man ihn Nadel in den Arm. Nein, aber es wird halt alles echt gut erklärt. Man weiß genau, was passiert ist. Finde ich eigentlich ganz schön. Also man wird wirklich gut aufgeklärt. Und dann hat man die Nadel im Arm. Und die Spende dauert dann irgendwie so bis zu einer Stunde. Und da wird es bei mir halt aber abgebrochen, weil mein Eisenwert zu niedrig war. Aber gut, kann man nichts machen. Ich nehme Eisentabletten. Und ich hoffe, dass sich das dann wieder... regelt. So, und jetzt aber zu meiner Goodie-Bag. Ich habe jetzt mal alle Sachen reingepackt. Ich habe nämlich auch ein bisschen was vom Plasma-Spendezentrum bekommen. Was gab es denn hier? Hier gab es eine Flasche. Und so ein relativ geiles Getränk. Römerquell, Brombeere, Limette. Das klingt natürlich sehr gut. Und scheinbar hatte meine Tasche und ein Loch und ich habe es gar nicht geschnallt. Also erst ist mir so ein Textmarker runtergefallen. Und dann war jemand so, hey, du hast hier was verloren. Ich war so, oh, voll lieb, danke. Und dann ist mir so eine Dose runtergefallen. Und ich habe es so gesehen, wie er auf den Boden gefallen ist und ich dachte so, hallo, hat hier gerade jemand von oben eine Dose runtergeworfen? Wie gefährlich. Aber scheinbar hatte meine Tasche ein Loch. Ja, deswegen hoffe ich, dass ich jetzt nichts Wichtiges hier verloren habe. Aber gut, das war auf jeden Fall von der Plasmaspende. Und noch ein Ball. Und jetzt kommen wir hier zur Goodie Bag, zu meiner erste Bag. Ich bin aufgeregt. Erstmal ein Apfel. Sehr gut, ich erinnere mich an letztes Jahr, da gab es immer Äpfel und die haben sehr, sehr gut geschmeckt. Dann haben wir jetzt dieses Water Drop. Was ist hier die Geschmacksrichtung? Mango. Mango Kaktus Feige Artischocke. Ja, könnte es sein. Genau, das ist mir runtergefallen. Red Bull Cola. Ist es wirklich einfach Cola? Naja, auch Koffein nehmen wir. Dann, ja, Klassiker, haben wir hier natürlich wieder ein Kondom drin. Das Getränk habe ich schon mal. Habe ich das schon getrunken? Ich glaube nicht. Aber es sieht eigentlich auch ganz lecker aus. Oh, yes! Wir haben wieder eine Ovomaltine. Toll. Toll, wirklich Ovomaltine. Würde ich mir nie kaufen, aber ist tatsächlich echt lecker. Also, da hoffe ich, kann ich noch ein paar Goodiebags abstauben. Sehr, sehr schön. Oh, was haben wir hier? Oh, nice. Das ist so eine vegane Sahne zum Kochen. Sehr cool. Oh, damit kann ich auf jeden Fall was anfangen. Dann, oh. Bisschen mitgenommen. Oreo-Kekse. Aber die dünn scheinbar oder sind die so zusammengedrückt?
Naja, gut. Was ist denn? Okay, ich habe keine Ahnung, was das hier ist. So, das hier, wie heißt das? Papes? Ist das zum Drehen? Okay, gut. Lassen wir mal so. Das Spaghetti-Ding, die gibt es auch immer in der Uni. Die sind sehr lecker, aber das andere war zartbitter. Das ist jetzt voll mich. Auch gut. Frit. Toll. Ja, der Textmark ist leider sehr beschissen. Den habe ich schon vom letzten Jahr. Und dann haben wir noch viele Zettel. Aber ich sag mal so, das ist wieder eine richtig tolle Ausbeute. Das hat sich doch mal wieder gelohnt. Nehmen wir mit. Sehr, sehr schön. Ja. Gefällt mir. Ich habe mir jetzt gerade mal schnell Leftovers von gestern warm gemacht. Ich hatte so Glasnudeln mit Soja und Tofu und Karotte und Champignons gemacht. Und ich lese jetzt gerade mal ein bisschen nach, wie man am besten Eisen einnehmen sollte, weil es hier vielleicht damit zusammenhängt. Und das Erste, was ich lese, ist, dass man das möglichst nüchtern zu sich nehmen sollte. Aber ich glaube, der Arzt und zwei Ärzte haben mir gesagt, dass man das eigentlich zu einer fettigen Mahlzeit nehmen soll. Oder war das was anderes? Aber in der Apothekenumschau wird wahrscheinlich nichts Falsches stehen, oder? Ich lese mir das jetzt nochmal durch. Hey, ich sitze noch am Schreibtisch. Ich habe heute irgendwie viel für die Uni gemacht. Irgendwie unterschätzt man das doch immer, wie viel das ist, oder? Aber ich bin jetzt ja gerade noch dran und werde die Sachen, glaube ich, mal fertig machen. Dachte mir aber, dass ich die Sache so ein bisschen romantisiere. Denn, pass auf, ich habe nämlich Kerzen bekommen und werde jetzt mein Zimmer mit Kerzen ausstatten und das hier alles so ein bisschen gemütlich und schick machen. Und oh, es ist wieder Zeit für Kerzen. Ich sage es euch ehrlich, da habe ich mich auch richtig drauf gefreut im Herbst, dass das jetzt wieder losgeht. Deswegen schauen wir mal, was wir Schönes haben. Wir haben hier einmal Kuba. War ich noch nicht, würde ich gerne mal hin. So, dann schauen wir mal, wie die Sache riecht. Oh, Wahnsinn. Die sehen doch einfach so wunderschön aus. Also das ist schon, das ist eine wahnsinnig schicke Kerze. Das riecht einfach wie ein richtig gutes Parfum. Der ist auf jeden Fall eine leichte Süße, aber es ist so eine ganz angenehme Süße, wisst ihr? So eine Süße, die erst am Ende durchkommt. Ja, auf jeden Fall riecht das sehr gut. Ich bin gespannt, wie das ist, wenn man die anmacht. Dann haben wir als Nächstes Paris. War ich tatsächlich auch noch nicht. Könnt ihr euch vorstellen, dass ich noch nie in Paris war? Aber da werde ich dran arbeiten. So, die ist ja auch wunderschön. Oh, alles, was weiß ist, finde ich ja direkt schon mal toll, ne? Der Geruch kommt mir auch irgendwie bekannt vor. Also auf jeden Fall ein bisschen frischer. Oh, riechen beide richtig gut. Ja, der ist ein bisschen frischer. Ja. Oh, auch toll. Und einer haben wir noch. Und hier mit Dänemark. In Dänemark war ich tatsächlich schon mal. Das ist ja schon mal gut. So. Und was haben wir hier? Hier haben wir gelb. Ein bisschen Farbe. Passt, finde ich, ganz gut. Das riecht so ein bisschen frischer und blumiger, würde ich sagen. Also die werde ich jetzt hier mal verteilen und mein Zimmer so ein bisschen gemütlicher machen. Und die auch direkt natürlich anmachen. Klar, Kerzen sind schon was Tolles. Wenn ihr jetzt auch losbekommen habt, neue Kerzen, zum Beispiel die drei, die ich euch jetzt gerade gezeigt habe, die riechen nämlich alle wirklich sehr gut. Die sind schon mal für gut befunden. Dann habe ich auch einen Code für euch. Mit Katago spart ihr nämlich 40% auf das ganze Sortiment und könnt euch noch eine kleine Mini-Kerze dazu aussuchen. Also ich verlinke euch alles nochmal in die Infobox, da kommt ihr auch über den Link direkt dahin. Und genau, der Code ist Katago. Ganz viele tolle Kerzen und ich werde die jetzt hier mal aufstellen. Ich habe die Kerzen direkt mal in meinem Zimmer verteilt und was dabei auch interessant ist, die Kerzen werden aus Sojawachs hergestellt, die Produktion ist in Europa und ist dabei vegan- und tierversuchsfrei und ich sage es euch ehrlich, es war gleich hier viel gemütlicher mit den Kerzen. Also ich habe jetzt hier für gemütliche Stimmung gesorgt. Oh, sieht toll aus, oder? Und ich merke auch, wie sich der Duft verbreitet. Herrlich. Und jetzt werde ich nochmal ein Video weiterschneiden. Ist auch schon, also der Rohschnitt ist fertig und jetzt mache ich noch den Rest fertig und dann kann das auch morgen online gehen. Und das wollte ich euch auch noch zeigen, denn ich habe auch jetzt so Duftstäbchen. Das hatte ich noch nie und ich finde es so cool. Also damit ist man dann auch irgendwie richtig erwachsen. Aber ich finde es sehr cool. Das stelle ich mir jetzt ins Zimmer und das riecht schon richtig gut. Hier habe ich den Duft Scandinavia. Und ja, finde ich toll. Oh, das sieht auch richtig süß aus. Yes! Schon guten Morgen, ihr Lieben. Heute ist jetzt der nächste Tag. Ich bin jetzt gerade aufgestanden, hatte meine Morgenroutine. Also ich habe momentan journal ich richtig viel. Ich schreibe morgens und abends immer. Und ja, dass mein Gedanke einfach ein bisschen frei läuft. Das tut mir sehr gut. Das möchte ich auf jeden Fall beibehalten. Und jetzt kommt hier mein neues Ritual. Und zwar habe ich hier Vitamin C. Also ich habe hier Grapefruit und werde jetzt eine Eisentablette nehmen. Ich möchte diesen Eisenmangel nicht loswerden. Ich kann das nicht. Ich verstehe das nicht. Und ich werde es jetzt ein bisschen machen und ich glaube, dann lasse ich nochmal mein Blut testen und sonst hole ich mir eine Eiseninfusion. Ich meine, das kann es ja nicht sein. Wahrscheinlich weiß ich gar nicht mehr, wie ich mich ohne Eisenmangel fühlen würde. Wisst ihr? Und das finde ich blöd. Deswegen möchte ich jetzt auf jeden Fall dran arbeiten. Und Leute, es riecht in meinem Zimmer so gut. Ich habe ja gestern hier dieses Duftstäbchen aufgestellt und Wahnsinn! Also das macht schon einen großen Unterschied. Das ist hier, es riecht einfach richtig, richtig schön. Es hat sich im ganzen Raum schon verteilt, obwohl es gerade erst mal einen Tag steht. Toll. Ganz toll. Jetzt esse ich hier erstmal Grapefruit. Und nehme meine Eisentablette und dann mache ich mich an meine Mails, schreibe mir eine To-Do-Liste und dann gehe ich meine Freunde frühstücken. Da freue ich mich sehr drauf. Grapefruit ist ja auch was Feines, oder? Won't stop running, never will.
I'll take some melatonin pills this time. Cause I just. Simon, also ich habe mich jetzt fertig gemacht. Ich bin jetzt nämlich zum Brunchen verabredet. Und ich bin mir noch nicht so ganz sicher mit meinem Outfit. Ich weiß nicht, ob die beiden Farben zusammengehen. Aber ist egal. Ich behalte es jetzt so an. Machen wir heute mal ein bisschen Colorbashing. Funktioniert schon. Ich zeige gleich noch mein Outfit. Und dann mache ich mich auf den Weg. Ich nehme heute auch einen Regenschirm mit. Wetter sieht nicht so doll aus. Aber ich hoffe, das bleibt ganz gut. Also das ist mein Outfit heute. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich lasse jetzt aber was an. Diese Jacke, die ist von Zara. Die mag ich richtig gerne, aber die ist auch schon älter. Das Oberteil ist von H&M. Die Hose ist auch von H&M. Und ja, that's the look. Und jetzt mal auf den Weg. Ach Leute, ich war jetzt gerade frühstücken und war jetzt gerade schon beim Arzt. Ich hatte heute nämlich einen Termin bei einem Gastroenterologen. Sagt euch vielleicht nichts, hat mir vorher auch nichts gesagt. Das ist auf jeden Fall ein Arzt, der auf den Bauch spezialisiert ist. Und ich hatte eine richtig tolle Arzterfahrung. Also es war wirklich sehr, sehr gut. Ich glaube, mein Problem ist einfach eher so die Hausärzte, mit denen komme ich nicht so gut klar. Und man merkt schon, dass so bei Fachärzten, die haben dann wirklich Ahnung und die stellen die richtigen Fragen. Oh, jetzt ruft meine Mama an, der wollte ich ihm jetzt nämlich mal berichten. Ich bin jetzt auch wieder zu Hause. Ich war noch in der Bibliothek. Ich habe mir nämlich nochmal ein Buch ausgeliehen. Zwei Bücher. Oh, auch wieder beide echt dick. Also nee, nur das eine. Einmal das hier. Zukunftsfähiges Wirtschaften. Und dann hier Microeconomics. Das ist ein richtiger Schinken. Naja. Schauen wir mal, wie diese sind. Oh, das ist auch irgendwie alt. Naja, gut. Auf jeden Fall war ich noch in der Bibliothek und was wollte ich euch erzählen? Ich wollte euch von meinem Arztbesuch erzählen. Es war nämlich wirklich gut. Ich fühlte mich gut aufgehoben und es war ein toller Arzt. Ich war richtig lange drin, er hat mir alle Fragen beantwortet und er hat auch richtig gute Fragen gestellt. Also so wisst ihr, so, er wusste, was Phase ist. Und ja, ich werde die Sache jetzt auf jeden Fall angehen und mich damit ein bisschen beschäftigen, weil irgendwas ist da, glaube ich, nicht ganz in Ordnung. Da werde ich mich jetzt auf jeden Fall drum kümmern. Und ansonsten war ich heute in meiner Mensa, war auch gut. Es gab Käsespätzle, war ganz geil. Und jetzt bin ich gerade zu Hause angekommen und es ist was angekommen. Ich habe nämlich Locher bestellt. Toll, oder? Ich hatte nämlich hier kein Locher natürlich. Also Locher ist auch so eine Sache, die war zu Hause immer da. Aber, oh nee, was war das denn jetzt? Oh nee, was war das denn jetzt? Nee, du bist jetzt hier nicht kaputt. Das sollte wahrscheinlich, musste wahrscheinlich raus. Das lassen wir einfach mal so stehen. Blöd jetzt. Und dann ist noch ein Paket mit Eis angekommen. Mit Ben & Jerry's Eis. Das werde ich mir gleich auf jeden Fall mal anschauen. Und ansonsten gucke ich mir vielleicht tatsächlich mal ein bisschen die Uni-Sachen an. Irgendwie war heute ein anstrengender Tag. Ich bin völlig fertig. Aber ist okay. Und ja, genau, ich schaue hier auch noch auf Wäsche. Das kann ich auch nicht. Nee, das wird nichts. Und morgen habe ich um 8 eine Vorlesung. Also, ich werde heute auf jeden Fall auch früh ins Bett gehen. Deswegen, was mache ich jetzt? Vielleicht hole ich mir erstmal Eis und dann schaue ich mir die Uni-Sachen an. Liebe Leute, das ist so gut. Ich habe hier Ben & Jerry's Eis zusammen mit Tony's Chocolate und es ist richtig, richtig lecker. Das tut gerade sehr gut. Ich hatte ewig kein Eis mehr und ich muss gerade auch echt ein bisschen jonglieren, um das in den Tiefkühler zu kriegen. Aber jetzt bin ich sehr happy, dass es da ist. Oh, ich sehe auf jeden Fall super fertig aus. Meine Augen gucken gefühlt auch in alle Richtungen. Naja, auf jeden Fall habe ich jetzt ein bisschen was für die Uni gemacht. Ist dann doch irgendwie immer mehr, als man denkt, aber ich habe jetzt eigentlich ganz gut was geschafft und ich bin auf jeden Fall up to date. Das ist ja schon mal ganz wichtig, dass ich da, also ich möchte auf jeden Fall jetzt dranbleiben dieses Semester. Ja, deswegen arbeite ich das alles nach. Und genau, Eis war wirklich sehr lecker, kann ich euch empfehlen. Ach, das ist schon gut. Ich bin sehr froh, dass ich das in Tiefkühlschranke gestopft bekommen habe. Das ist nämlich immer so eine Sache. Ich glaube, jetzt werde ich noch ein paar Seiten lesen, damit ich gut müde werde. Und dann werde ich auch schlafen. Morgen ist der neue Tag, morgen geht's weiter mit der Uni. Aber ich hoffe, dass euch der Vlog gefallen hat, dass ihr gerne zugesehen habt und ja, ich hoffe, dass ihr noch einen wunderschönen Tag habt. Fühlt euch alle ganz, ganz doll gedrückt. Und ein dickes Kissen an euch alle.